Wenn alle Staaten der Erde wirklich einhielten, was sie versprochen haben, wird die Erde voraussichtlich am Ende des Jahrhunderts um 3,2 Grad wärmer sein als noch in der vorindustriellen Zeit. Das hieße, dass die Folgen des Klimawandels völlig unkontrollierbar wären. Wenn wir sie noch irgendwie kontrollieren wollen würden, müssten wir unter dem berühmten 2-Grad-Ziel bleiben. Und um das zu erreichen, müssten wir irgendwann zwischen 2045 und 2060 völlig aufhören, Emissionen auszustoßen. All das erklärt uns die ökologische Bewegung schon seit Jahren und teilweise seit Jahrzehnten. Trotzdem ändert sich nichts. Das mag eventuell auch an den Taktiken und Strategien liegen, die die Ökos verfolgen. Wer diesen Kanal verfolgt, weiß, dass ich grundsätzlich wenig von Demonstrationen und nettem Mailschreiben an PolitikerInnen halte. Während ich aber meistens dafür plädiere, mittel- und langfristige Strategien zu verfolgen, gibt es auch noch einen anderen Ansatz, der eigentlich relativ naheliegend ist. Gewalt. Genau das schlägt der schwedische Ökologe und Aktivist Andreas Malm in seinem Buch Wie man eine Pipeline in die Luft jagt, kämpfen lernen in einer Welt in Flammen vor. Und bevor irgendjemand auf dumme Ideen kommt und mich den zuständigen Gerichten übergeben möchte, noch ein ganz kurzer Hinweis. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von jeglicher Anwendung von Gewalt, sowohl gegen Personen als auch gegen Dinge. Ich referiere lediglich, was Andreas Malm in seinem Buch behauptet, damit sich jeder einen Eindruck davon machen kann, was diese verwahrlosten Linksextremen zurzeit so planen. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Es ist insgesamt ziemlich auffällig, dass die Ökologiebewegung zwar halbwegs kreativ ist in ihrer Protestform, sich aber noch nie an physische Gewalt getraut hat. Und Klimaaktivistinnen, die Ulf Poschardt nachts in seinen Träumen bedrohen, zählen hier nicht. Andreas Malm stellt nun die Frage, wann ändert sich das? Gibt es irgendeinen Punkt, an dem die Bewegung sich in ihren Protestformen weiterentwickelt und zu hartnäckigeren Mitteln greift? Oder werden sie für immer bei lieben Demonstrationen und atemberaubenden Blockaden bleiben? Bisher sieht es eben so aus, als würde sich niemals etwas ändern. Vielmehr habe sich das Bekenntnis zu jeglicher Gewaltfreiheit über die Zeit immer mehr verfestigt. Und Malm gibt auch zu, dass die Klimabewegung damit durchaus erfolgreich war. Es ist unvorstellbar, dass die Bewegung weltweit so viele Menschen erreicht hätte, wäre sie von Anfang an als schwarzer Block aufgetreten. Denn die Schwelle, an einer Bewegung teilzuhaben, liegt natürlich deutlich niedriger, wenn sich die Bewegung die keine Gewaltmedaille umhängen kann. Nun gibt es aber zwei Möglichkeiten, warum die Mitglieder der Bewegung keine Gewalt anwenden möchten. Entweder, weil sie tatsächlich PazifistInnen sind. Das können wir mal schnell überprüfen. Gewaltfreiheit hat sich als ein wirksames Instrument für Massenmobilisierung erwiesen und ist ein Grundpfeiler unserer Bewegung. Ohne Gewalt generell zu dulden, können wir in einigen Fällen verstehen, dass Menschen in repressiven Umgebungen gezwungen sind, ihre Existenz mit gewaltvollen Mitteln zu verteidigen. Das ist kein Pazifismus. Dazu schreibt Andreas Malm: Ein Pazifist, der Ausnahmen zulässt, ist ein Theoretiker des gerechten Krieges. Denn diese Position, die Extinction Rebellion uns hier zeigt, ist ein Musterbeispiel für den zweiten Grund der Gewaltfreiheit. Man handelt ohne Gewalt nicht, weil man sie grundsätzlich ablehnt, sondern weil sie gerade strategisch unklug ist. Und diese Position ist überhaupt nichts Besonderes. Fast niemand findet Gewalt einfach so gut, aber fast jeder duldet sie in manchen Fällen. Und genau dieses strategische Verständnis finden wir bei fast allen gewaltfreien politischen Bewegungen. Die Gewalt wird dann nicht als grundlegend falsch, sondern als ineffektiv und kontraproduktiv angesehen. Ebenso wird Gewaltlosigkeit weniger als Tugend, denn als überlegenes Mittel gepriesen. Das heißt nun, dass wir, wenn wir ehrlich sind, Gewalt nicht einfach ablehnen sollten, sondern tatsächlich darüber nachdenken müssen, wann Gewalt einer sozialen Bewegung behilflich sein kann und wann nicht. Für dieses Argument zieht er auch Nelson Mandela, den Helden der Nichtgewalttätigen, heran, der in seiner Autobiografie schreibt: Für mich war Gewaltlosigkeit kein moralisches Prinzip, sondern eine Strategie.
Es liegt keine moralische Güte darin, eine unwirksame Waffe einzusetzen. Und die Wirksamkeit dieser Waffe scheint von manchen tatsächlich überschätzt zu werden. Denn die meisten gewaltlosen sozialen Bewegungen der Geschichte, die wirklich etwas erreicht haben, hatten einen radikalen Flügel, der durchaus Gewalt angewendet hat. So zum Beispiel die schwarze Bürgerrechtsbewegung der USA. Während die meisten von ihnen friedlich für die Integration in die Gesellschaft kämpfen, gab es auch jede Menge Gruppen, die gewaltsam eine Revolution forderten. Und angesichts dieser Drohung wirkte die Integration wie ein geringer Preis, den man zu zahlen hat. Ähnliches zeigt sich bei den Errungenschaften der ArbeiterInnen im 20. Jahrhundert. Reformistische Fortschritte, wie das Wahlrecht, der 8-Stunden-Tag oder auch der Wohlfahrtsstaat generell, wären ohne eine radikale Flanke undenkbar gewesen. Genau das erkennt auch der Politikwissenschaftler Verity Bergman. Die Geschichte von sozialen Bewegungen legt nahe, dass Reformen eher erreicht werden, wenn Aktivisten sich extremistisch und konfrontativ verhalten. Soziale Bewegungen erreichen selten alles, was sie wollen, aber sie sichern wichtige Teilsiege, wenn sich ein Flügel darauf vorbereitet, den Status quo in die Luft zu sprengen, während die Mehrheit friedlich Leute aus dem Mainstream mitnimmt. Nun gut. Die Umweltbewegung könnte also vielleicht auch einen radikalen Flügel vertragen. Und was genau sollte dieser Flügel dann machen? Sich in Krisengebieten militärisch ausbilden lassen und eine Klima-RAF gründen? Nicht ganz. Denn die Taktiken dieses radikalen Flügels sollten ja auch in Zusammenhang stehen mit den Zielen der Bewegung. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, welches gegenüber dem 2-Grad-Ziel jede Menge Vorteile hat, wäre es praktisch zwingend notwendig, dass es ein globales Verbot neuer CO2-ausstoßender Geräte gäbe. Dabei könnte die breite Klimabewegung diese Forderung aufstellen, während der radikale Flügel für ihre Umsetzung sorgt. Das heißt, er würde neue CO2-ausstoßende Geräte einfach finden und sabotieren oder gleich ganz zerstören. Natürlich könnte man so nur punktuell Maschinen zerstören und der direkte Effekt wäre gering. Aber Unternehmen müssten eben mit dem Risiko rechnen, dass ihre Maschinen zerstört werden. So könnte es sich mittelfristig für sie lohnen, auf klimaneutrale Geräte zu setzen. Es würde aber nicht reichen, bloß neue Geräte zu verbieten, sondern es müssten auch die meisten, die es schon gibt, außer Betrieb genommen werden. Das macht die Arbeit der radikalen KlimakämpferInnen natürlich einfacher, denn so wäre potenziell jedes CO2-emittierende Gerät ein Ziel. Jedes? Nicht ganz. Andreas Malm greift zusätzlich auf eine Unterscheidung des Philosophen Henry Shue zurück. Dieser unterscheidet nämlich verschiedene Abgase. Es gibt diejenigen, die entstehen, weil Menschen überleben wollen und es keinen anderen Weg für sie gibt, als dafür Abgase auszustoßen. Die Abgase des Autos, mit dem eine ArbeiterIn zur Arbeit kommt, weil der ÖPNV so schlecht ist, zählen zum Beispiel zu diesen Subsistenzemissionen. Es gibt aber auch die Luxusemissionen, die auftreten, weil Reiche gerne ihre Privilegien ausleben und es halt einfach geil ist, mit einer Yacht übers Mittelmeer zu brettern. Auf welche der beiden Emissionsarten sich der radikale Flügel fokussieren müsste, sollte ja klar sein. Denn die Zerstörung von Gegenständen, die jemand zum Überleben braucht, kommt ja de facto einem Mord gleich. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ist es denn tatsächlich schon Gewalt, wenn ich mit meinem Schlüssel aus Versehen an den Lack vom SUV komme? Andreas Malm findet, ja, ist es. Schließlich wende ich physische Gewalt auf, um einem Gegenstand Schaden zuzufügen, dessen Besitzer genau das nicht möchte. Aber diese Gewalt ist kategorisch anders als diejenige, die sich gegen Menschen richtet. Denn eine Sache hat eben kein Bewusstsein und empfindet keinen Schmerz. Was eigentlich der fundamentalste Grund dafür ist, dass wir Gewalt gegen Menschen ablehnen. Martin Luther King hat es 1967 noch klarer ausgedrückt, als es um die Unruhen in verschiedenen Städten in den USA ging. Er sagte, gewalttätig waren sie sicherlich. Aber die Gewalt richtete sich in einem erstaunlichen Ausmaß gegen Eigentum und nicht gegen Menschen. Ein Leben ist heilig. Eigentum ist hingegen dazu bestimmt, dem Leben zu dienen. Und egal wie sehr wir es mit Rechten und Respekt umgeben, es hat kein persönliches Wesen. Während wir also Gewalt gegen Menschen unter allen Umständen abzulehnen haben, sollten wir Gewalt gegen Dinge nicht auf die gleiche Stufe stellen. Denn nicht nur wird dadurch das Eigentum zu etwas Heiligem, sondern gleichzeitig wird das menschliche Leben dadurch zu etwas Profan.
Thank you.